Na gut, einmal tief durchatmen, wie in der letzten Folge am Anfang. Nur diesmal wollen wir nicht schwimmen gehen, sondern uns mit irgendetwas Untotem anlegen. Ja, wir wollen uns von dem Geheul gemarterter Seelen nicht ablenken lassen. Das kann nicht gut enden. Oh, ein Hashtag schon wieder. Den hatten wir schon einmal. Letztes Mal lief es sehr, sehr gut. Da war es, glaube ich, ein Fulminictus, der sehr glücklich gelandet ist. Der hat ihn erledigt. Das war bei dem Druiden damals. Gucken wir mal, ob der hier genauso schnell fällt. Also, die Nahkämpfer müssen sich möglichst dahinter positionieren. Ervo könnte ein Problem sein. Der wird sich nämlich direkt in den Weg stellen. Und die Zauberkundigen brauchen freie Sicht, damit sie ihre Zauber schmeißen können. Eine Idee wäre, wir laufen jetzt einfach hinter ihnen mit den Zauberern, damit die Nahkämpfer nicht im Weg stehen können. Obwohl, wir werden so oder so um die rumlaufen können. Warte erstmal ab. Du wartest auch ab. Du läufst bitte schön dahinter. So, jetzt stellt sich Ervo taktisch möglichst ungünstig hin. Und je nachdem, wo er sich taktisch möglichst ungünstig hingestellt hat, positionieren wir den Magier anders. So, Gwendolyn, du kannst eigentlich einfach weglaufen. Und du haust einfach mal drauf, damit du seine Aufmerksamkeit bekommst. Genau so. Yallen, du stehst da unten. Das ist nicht so gut. Geh mal dahin. Du gehst einfach näher ran. Und Myrim, wenn sie jetzt drankommen sollte, könnte schon ein Fulminictus auf ihn schmeißen. So, du stellst dich einfach neben Tirik. Du musst da gar nicht draufhauen. Und es war so klar. Na gut. Du gehst hinter Yallen. Du wartest weiter ab. Du kannst zaubern. Kampf. Fulminictus. Komm schon. Ja, 11 Schadenspunkte und er ist nicht umgekippt. Der andere ist, glaube ich, bei 10 oder 11 zu Staub zerfallen. Das heißt, du läufst jetzt mal dahin. Du machst nichts. Du haust aus Gewohnheit einfach mal wieder drauf. Aber ruhig vorsichtig. Genau so. Myrim, Myrim. Geht einfach näher ran. Komm schon. Gwendolyn, nein. Gerogon, nein. Yallen. Kampf. Fulmen. Und gleich noch einer. Komm schon. 14 Schadenspunkte. Sehr schön. 35 Abenteuerpunkte waren es mir eben. Und Yallen hat all ihre Astralenergie verbraucht in dem Kampf. Aber war jetzt das wirklich das Übel, das hier die Untoten herbeibeschworen hat? Nee, das kann nicht sein. Hier geht's noch weiter. Und so ein Hashtot ist zwar recht gefährlich, aber ich glaube, das war einfach nur ein Dämon und nicht wirklich jemand, der beschwört. Wohl, Dämonen können vielleicht auch an sich beschwören. Na gut, schauen wir uns erstmal hier weiter um. Selbst wenn hier kein weiterer Häscher sind, ist hier vielleicht noch irgendwo Beute. Dies scheint ein ehemaliger Zufluchtsraum zu sein. Zumindest scheinen die Pritschen und Waffenständer dies nahezulegen. Und drei Skelette greifen uns an. Genau wie auf der anderen Seite. Du bist zu eingekesselt, du wartest mal. Und du? Wo stehst du? Du stehst da, wo Tirik im Weg ist. Du machst gar nichts. So, du stellst dich dahin. Wartest ab. Tirik läuft einmal um den hier rum. Und du solltest eigentlich den da hinten mal abfangen. Oh, ein viertes Skelett. Vielleicht kommt doch jetzt der eigentliche Beschwörer. Müssen wir mal schauen. Du haust auf den, aggressiv. Denn wenn jetzt wirklich wieder so Wellen kommen wie beim Druiden, dann sollten wir die kleinen Viecher möglichst schnell niederschlagen. So, abwarten. So, rauf da. Sehr schön. Du behältst deine Astralenergie erstmal noch intus.
Wir wollen ja nicht unnötig welche verschwenden, bevor die wirklichen Gefahren hier auftauchen. So, Skelett. Ding. Und du stellst dich bitte dahin und nimmst ihn ins Kreuzfeuer. Nächste Runde jedenfalls. Soweit sieht es noch recht gut aus. Auf da. Mürrem kann auch drauf schießen. Und wenn der fällt, dann müssen wir mal gucken, wo wir uns hinstellen. Oh, der hält aber ganz schön viel aus. Also das Skelett hat gerade 8 Trefferpunkte abbekommen gehabt und in der darauffolgenden Runde nochmal 6. Schon mal 14. Ich glaube, das sind mehr Trefferpunkte, als die anderen ausgehalten haben. Das heißt, eventuell haben es mit Stufe 3 Skeletten zu tun. Angriff auf... Nicht auf den angeschlagen, sondern auf den hier. Der angeschlagene wird von den Elfen so oder so schon schnell genug niedergemacht. Dann müssen wir sie nicht unnötig frühzeitig umpositionieren. So, rauf da. Du wechselst auch schon mal das Ziel, stellst dich aber nicht in den Weg, bitteschön. Genau, braver Terek. Angriff. Ja, das schaut doch gut aus. Und bisher kein neues Skelett dazugekommen. So viel zu meiner Theorie, dass jetzt hier Wellen um Wellen von Skeletten kommen. Und Erwo trifft Erwo für 3. Scheiße. Ja, er ist wirklich ein wenig tollpatschig. Aber dafür kann er schön viel tragen. So, abwarten. Alte Option. Und das Skelett ist auch endlich tot. Und Erwo ist auch gleich tot, wenn er weiter so in die Flugrichtung der Pfeile springt. Na gut, Computerkampf, keine Magie. Und vorbei. Kein Schwert, 7 Abenteuerpunkte. Und hier sind wir schon wieder in so einem Raum. Noch eine Tür. Also hier kamen wir rein. Hier war dieser Raum mit den Pritschen, genau wie hier. Hier war ein leerer Raum, wahrscheinlich so eine Art Lagerkammer. Hier war der Hashtot. Dann wird hier wieder so eine leere Lagerkammer sein, oder? Knacken. Slum. Knacken. Also. Sie scheint an einer der ehemaligen Vorratskeller zu sein. Regale an den Wänden, Truhen und Fässer zeugen von einer gut organisierten Vorratshaltung. Auf den ersten Blick scheint jedoch alles fein säuberlich ausgeräumt zu sein. Oh, ein Skelett. Dann machen wir gleich Computerkampf. Kann es sein, dass wir die Meldung auch in der anderen Kammer bekommen haben und ich habe sie nur zu schnell weggeklickt? Na gut, also waren das dann wohl jetzt 2 Vorratskammern und 2 Wachstuben. Und dieser Gang in der Mitte verbindet das Ganze und da hat sich der Hashtot eingenistet. Vielleicht sollten wir uns da noch mal ein bisschen genauer umschauen. Vielleicht ist ja noch irgendwo ein Tunnel nach unten oder dergleichen. Was mich auch ein wenig irritiert, hier sind keine Schatztruhen. Irgendwie erwartet man ja doch, wenn man ganz tief in irgendein Dungeon vorgedrungen ist, dass man denn da unermessliche Schätze findet oder dergleichen. Aber hier ist nichts gewesen außer die Orknase. Aber gut, gucken wir uns hier die Wände mal an. Vielleicht kann man da ja irgendwo was finden. Und sonst sieht es so aus, als hätten wir jetzt wirklich die Zwingfeste endgültig von allem Übel gereinigt. Das sollten wir Tyrix Freund vielleicht auch nochmal Bescheid sagen. Vielleicht kriegen wir noch eine kleine Extra-Belohnung dafür. Eigentlich war unsere Aufgabe zwar ja nur, die Schurken niederzumachen, aber so ein Dämon mit seiner Skelettarmee im Keller mal eben ausgeräuchert zu haben, ist ja auch ein bisschen was wert. Hm? So, also Wachstube, Wachstube, Vorratskammer, Vorratskammer, Hashtot. Nirgendwo irgendwas, außer hier unten irgendwo die Orknase. Na gut. Auf einer Länge von mehreren Schritt ist hier die Decke eingestürzt. Achso, das war die Wassergeschichte. Wollte ich hindurchtauchen? Nein, noch nicht. Wir wollen erstmal... Und warum müssen wir überhaupt tauchen? Es kam doch erst die Treppe und dann diese Tauchgeschichte. Na gut. Dann müssen wir jetzt erstmal Yalin das Seil wiedergeben. Nee, hat sie noch. Also... Ja, wollen wir versuchen, und zwar Yalin. Schafft sie nicht.
Das ist definitiv ein Bug. Also wir haben unten versucht durchzutauchen und kamen jetzt oben raus. Und müssen hier jetzt trotzdem nochmal durchtauchen. Oder? Ich will jetzt nicht wieder zurücktauchen. Das ist der Weg nach unten. Das ist komisch. Wollt ihr versuchen durchzutauchen? Ja, Jallen. Schafft es nicht. Wir sind aber immer noch oben, oder? Ja. Jallen. Schafft es nicht. Sie sollte sich zwischendurch mal selber heilen. Heilwunden kann sie nicht. Wer hatte noch Heilkundewunden? Keiner wirklich hoch, oder? 2, 3. Nee. Wir sollten vielleicht nochmal Murm oder so ein wenig Heilkundewunden geben. Genau für so einen Fall. Also ein Versuch noch, danach muss jemand anders das Seil übernehmen. Nee. Autsch, 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 autsch. Wer war denn der nächstbessere Schwimmer? Sie hat 5. Gwendolyn hat 4. Gerogon hat 5. Also Gwendolyn. Weil Gerogon mit seiner ganzen Rüstung und dem schweren Schild, nee, das muss nicht sein. So, Seil zu Gwendolyn. Ist nicht überladen, sehr schön. Gwendolyn zuerst. Schafft sie nicht. Schafft sie nicht. Na also, Gwendolyn gelangt hustend und spuckend auf die andere Seite. An dem Seil, das sie hinter sich hergezogen hat, könnt ihr jetzt etwas leichter folgen. Tirik geht unterwegs die Luft aus. Beim zweiten Anlauf schafft er es aber. Gerogon schafft es, Myrm schafft es. Jallen schafft es beim zweiten Mal. Talana schafft es. Und Erbo beim zweiten Versuch. Jallen wird bewusstlos. Oh, weia. Zaubern. Myrm. Heilung. Balsam auf Jallen mit 15. Schon besser. Jetzt sind wir wieder hier. Also hier konnte man durchtauchen. Hier gab es irgendwo noch einen Weg nach oben. Also wir sind ja diesen Schacht runtergeschlittert. Da sind wir hier, glaube ich, rausgekommen. Da scheint ein regulärer Weg nach oben zu sein, aber es gab noch einen. Ich glaube, der war hier. Hier oben. Da konnten wir denn die Decke irgendwie aufstemmen oder so und da versuchen durchzukommen. Das wollte ich nicht, weil das vielleicht zu unsicher ist. Aber jetzt bin ich doch neugierig. Über euch könnt ihr einen Spalt in der Decke erkennen und auch einen kühlen Luftzug verspüren. Wollt ihr den Spalt verbreitern und versuchen, diese Klammerhöhle zu verlassen? Ja, wollen wir. Es dauert zwar einige Zeit, aber schließlich habt ihr es geschafft. Ihr zieht euch nach oben und steht in einem verlassenen Keller. Plötzlich hört ihr Geräusche an der Tür und noch ehe ihr reagieren könnt, werdet ihr vom grellen Licht einer Laterne geblendet. Aha, wen haben wir denn hier? Grottenschrate wohl. Guten Tag, Sohn des Gardosch, mein Name. Kommt mal raus, damit ich euch ansehen kann. Im Laufe der nächsten Stunden nehmt ihr einige zwergische Biere zu euch und die Stimmung wird immer entspannter. Es stellt sich heraus, dass Gurtag ein Bekannter von Meister Dramosch ist. Meister Dramosch ist der Freund von Tirik, der uns den Auftrag gegeben hat. Und ihr somit keine Anzeige wegen Einbruchs befürchten müsst. Anschließend führt euch der nette Zwerg hinaus auf die Straße Torwalds. Und wir sind wieder an der frischen Luft. Sehr schön. Also hier ist wohl diese Schmiede von dem Freund, von Tirik. Und wir können jetzt hier wieder in den Ostteil der Stadt. Und da eventuell eine neue Belohnung abholen. Oh, nee, es war gar nicht der Ostteil der Stadt, es war der Westteil. Auch wenn es schon ein wenig spät ist. Wie spät haben wir es denn? 22 Uhr. Nee, das können wir nicht machen. Da müssen wir erst ein bisschen schlafen. Oder uns zur Feier des Tages so richtig schön betrinken. Das klingt doch auch gut. Ja, wir kommen nur mit Mühe vorwärts, denn die Taverne ist gerappelt voll. Wir hätten gerne 7 Bier. Und, vielleicht noch ein, zwei interessante Sprachfetzen. Die Drahtzieher sitzen im Eisenhof. Die Drahtzieher von was? Und was ist der Eisenhof? Damit können wir nur wenig anfangen. Tut mir leid. Na gut, dann bestellen wir noch was zu essen. Leisten können wir es uns ja. Und wir hätten gerne eine Runde fürs ganze Lokal.
Das kostet 60 Silbertaler. Na gut, wir haben gerade einen Hashtot umgebracht, ohne groß ins Schwitzen zu kommen. Da sagen wir doch einfach mal, keine Sorge, hier habt ihr euer Geld. Die Umstehenden nehmen ihre Krüge, um mit euch anzustoßen. Ein Prosit auf die Spender, ruft einer und die übrigen Gäste stimmen ein. So, vergnügen wir uns noch ein wenig in der Theke und vielleicht lädt uns ja noch jemand ein und hat noch irgendwas Interessantes zu erzählen. Ja, und wir hatten noch eine Verabredung. Ist gut, wir warten. Also eigentlich wollte ich nochmal den Wirt ein wenig auspressen, ob er irgendwas aus der Gegend hier weiß. Aber er scheint wirklich beschäftigt zu sein. Nö. Und auch die anderen Gäste scheinen nicht wirklich Interesse daran zu haben, mit uns zu sprechen. Obwohl wir ihnen ja das ganze Bier ausgegeben haben. Aber gut. Oh, er scheint doch noch was zu wissen. Versucht erst gar nicht, in den alten Fluchtturm im Herzen der Stadt einzudringen. Da drin hausen Geister, die einem 0, nichts den Verstand rauben. Ein Fluchtturm? Na gut, das hat uns doch mal geholfen. Und wir werden jetzt nochmal eingeladen. Von einer Tjalva Jasmas Dotter. Die Magier hier sind recht fähig, aber es sind alles Heiden durch und durch. Na gut, das hilft uns nicht so wirklich. Verlassen wir doch mal die Taverne. Und Jallen hat ein wenig zu viel getrunken. So, der Fluchtturm. Ist das das Lilane da unten? Ich weiß, es gab irgendwo in der Nähe des Wassers so einen großen schwarzen Turm. Genau das hier. Wie spät haben wir es eigentlich? 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens torkeln wir betrunken aus der Taverne und suchen erstmal einen Magierturm auf, in dem Geister hausen. Wir könnten nämlich mit dem Zauberpenetritzel durch den Stein durchgucken, was da drin ist. Und uns damit Transversales da rein teleportieren. Aber damit sollten wir vielleicht noch warten, bis wir 1-2 Stufen gemacht haben. Und unsere Astralenergie wieder regeneriert haben. Und einen Schuppenpanzer für Tirik haben und so weiter und so weiter. Das heißt, wir suchen jetzt erstmal den nächsten Tempel, speichern ab. Und sobald die Sonne aufgegangen ist, gehen wir zum Meister Dramosch. Oh, ein Fex-Tempel. Da haben wir noch gar nicht gespendet. Machen wir mal 100 Silberstücke. Und speichern jetzt ab. LP 33. Und wir sehen uns gleich wieder.